Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist der Mara vom Wolfsrudel. Heute gibt es das erste Mal eine Mod-Vorstellung von mir für den Landwirtschaftssimulator 2015 oder 15, besser gesagt. Und zwar ist das der Fendt Vario 936 mit 360 PS. Viele werden ihn aus dem Landwirtschaftssimulator 2013 kennen. Ich schätze mal, es ist dasselbe Modell, da die Texturen verdammt, verdammt gut aussehen. Und deshalb wird dieser Mod wahrscheinlich das Highlight aller Mods, die bisher, glaube ich, da sind oder da gewesen sind. Ich glaube, gibt ja noch nicht viele komplett neue Mods. Die meisten sind die Originalfahrzeuge, die verändert wurden. So, was hat dieser Traktor zu bieten? Ihr habt ganz normal Standard die Rundumleuchte, die funktioniert einwandfrei. Dann die Warnblinkanlage auch. Und ihr habt vier Möglichkeiten, das Licht durchzuschalten. Hier normalerweise die Frontlichter und an der Seite dann. Dann sind alle an der Front an. Das dritte Variante wäre dann vorne und hinten. Und die vierte wäre dann nur vorne, alle Lichter leuchten dann. Es gibt aber noch eine Variante, und zwar indem ihr das so einstellt, die vierte Variante, dass alle vorne leuchten und dann die Num-Taste 5. Dann habt ihr hinten das Licht. Allerdings gehen die FPS da ganz schön in den Keller. Also ich hab mal geschaut, nur durch das Licht gehen 20 FPS flöten. Das ist schon Wahnsinn. Natürlich klar, mit vier Lichtquellen ist das schon heftig. Ja, Türen und sowas aufmachen habe ich bisher noch nichts rausgefunden, dass das gehen sollte. Also das alles nicht. Nur eben diese Lichter und rundum durch die Warnblinker, alles standardmäßig. Aber mehr braucht man für den Traktor auch nicht. Wir fahren jetzt mal zur Kuhweide, da wo wir den mal gleich mal kurz ausprobieren werden. Allerdings ist der ist da mal die Arbeit, die ich mit dem vorhab, eben mit dem Krone Swadro hier zu schwaden, ist das natürlich gar nichts mit 360 PS. Da reichen ja 150. Maximal 200, aber ist wirklich ein toller Trecker. Was ich hier feststelle, ist irgendwie, dass die Räder ein bisschen buggen. Seht ihr das auch? Und zwar total eiern. Das sollte noch behoben werden in der neuen Version. Das ist doch kein Augenfehler, den ich gerade habe. Definitiv schaue ich das mal von der Seite an. Zumindest das hintere merkt man jetzt. Wenn du schneller bist, merkt man, dass das hintere. Oh, ich müsste mal gerade fahren. Ja, kommt man leicht ins. Bei der Geschwindigkeit, wie schnell fährt denn der? 60, gute 60, 62. Das ist schon enorm viel. Irgendwie rutscht er leicht übers Gras. Also wenn man leicht lenkt, dann rutscht er schnell. Auf jeden Fall ein wahnsinns toller Traktor. Ich glaube, das war auch der eine für 2013. Für die 13er Version vom LS. Der Fendt, das war, glaube ich, einer der besten Mods, soweit ich mich erinnern kann, der 936er. Und noch die John Deere Sets, das John Deere Set von Argo. Das waren so, glaube ich, mitunter die besten und detailliertesten Mods. Ich hatte mir noch einen 828 Vario runtergeladen, der Motorsound ist wirklich zum Schreien. Scheiße. Und, ja, ist halt wirklich nicht das Wahre. Und die Texturen sind jetzt auch nicht wirklich gerade so toll. Optisch ist er schon schön, aber gut. Geht ja hier um den 936er. Dann senken wir mal die ganzen Schwartkreisel und legen mal los. Ich gehe immer so weit weg hier von der Ansicht, damit man schön den Überblick hat. Oh, das wird knapp werden. Oh, nimmt alles mit. Einwandfrei. Ist natürlich schon schön. Man hat eine schöne Breite mit den 6 Z-Kreiseln oder Schwartkreiseln, sagen wir es eher so. Und ja, die Innenansicht seht ihr auch schon hier, man sieht am Rand eben, müssen wir schauen, ob man nicht was vergessen, ja, da müssen wir schauen, dass wir dann an der Seite alles mitnehmen. So, jetzt dürfte das passen. Und zwar, wir haben innen hier schön zu erkennen, dass hier die Scheibe oben dunkel ist, außerhalb von dem Bereich des Scheibenwischers, wo er hinkommt. Leider haben wir noch keine funktionierenden Spiegel. Wir sehen schon, die sehen jetzt nicht so toll aus. Man hätte die einfach nur so grau lassen können oder sowas. Sieht dann, glaube ich, auch besser aus. Aber gut. Jetzt haben wir hier was. Hat aber hier was nicht mitgenommen, aber das ist jetzt wahrscheinlich mal egal. Es ist wirklich viel schöner, dass er viel mehr mitnimmt. Wir werden das dann nämlich zu Quaderballen pressen und dann für die Kühe verfüttern. Aber vom Sound her wirklich ein schönes Teil noch. Ich sehe da die Innen. Muss mal schauen, dass wir nichts vergessen. Das muss ich immer ein bisschen. Jetzt, man kann wirklich sehen, also 1A Arbeit, das ist wirklich, ich schätze mal wirklich, dass das einfach der 2013er konvertiert ist.
ein geniales Teil hier, alles so scharf, die das Lenkrad, alles, die Geschwindigkeit wird auch angezeigt. Also was willst du mehr? Was willst du mehr als mit diesem Teil? Und ich hoffe, ich hatte erste Eindruck gefallen. Legt euch diesen Mod zu, wirklich ein tolles Teil und erweitert den Hof endlich mal ein vernünftiger Fan. Weiß nicht, ob ich noch eine Mod-Vorstellung von einem anderen Mod mache, weil ich nicht weiß, ob ich mit denen behalten werde. Aber den Fan auf jeden Fall. Ist endlich mal ein Traktor nach meinen Vorstellungen. Und ich hatte ja den 2013er Fan 36 auch dieselbe Version wie hier, also vom selben Modder. Wahrscheinlich nur konvertiert jetzt eben. Auch im Spiel und der war echt episch. Also so ein schöner Traktor. Und holt euch den, ladet euch den runter. Gibt es bei Modhoster, bei Modhoster glaube ich gar nicht mal. Habe ich nicht gefunden. Bei lsportal.eu. Schickt euch den Link, ich hau euch den Link in die Beschreibung rein. Macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Mario vom Wolfsrudel.